Hallo zusammen, ich begrüße euch zum nächsten Werkstatt-Vlog. Ich glaube, das ist jetzt Werkstatt-Vlog Nummer 9, müsste es sein, genau. Ja, ich bin heute auf dem Weg zum Let's Bastel Stock Race. Ja genau, und weil ich hier gerade vor Ort bin, ich bin jetzt gerade in Hasloch, das liegt auf dem Weg nach Memmingen, und wenn ich jetzt hier neben die Straße, an der ich vorbeifahre, links abbiegen würde, würde ich zu 4Wheel24 kommen. Da sind Sabine und Michael von Hermann unterwegs. Mit denen mache ich dieses Jahr auch noch ein Projekt. Ich verlinke euch die beiden mal. Wer sie noch nicht kennt, schaut hier vorbei. Die beiden bauen gerade ein Offroad-Wohnmobil aus. Sehr interessant. Und ja, ich mache mit denen ein kleines Projekt dafür. Das kommt auch noch irgendwann. Nur mal so als kleiner Spoiler. Noch circa 2 Stunden. Eigentlich wollte ich jetzt schon längst dort sein. So, jetzt bin ich, glaube ich, wirklich gleich da. Rechts abbiegen. Danach haben Sie das Ziel erreicht. Sie haben das Ziel erreicht. Ich bin schon ein bisschen da. Haben schon ein Briefing gehabt. Sag mal hallo. Servus. Und wir gehen jetzt mal raus und schauen uns mal die anderen Gefährte so an. Rumdrehen. Na, zu mir. Ja. Uiuiuiui, ui, ui, ui. Ich glaube, es wiegt 3 Tonnen, das Ding. Wir sind gerade raus, ein bisschen gefahren, oder vorhin schon gefahren, ne? Ja. Wir haben schon das erste Opfer, und zwar folgendes. So, das hier wackelt total. Dadurch fällt ständig die Kette runter. So ist das ja. Das wird jetzt ersetzt durch diese Buchse hier. Dann soll das Ding wieder fit sein für morgen. Hoffen wir zumindest, oder? Hoffen wir, ja. Wenn nichts weiteres vorfällt, dann klappt es auch. Von den Toten. Folgendes Problem. Das ist zu dick. Das passt hier nicht. Jetzt haben wir versucht, das hier ein bisschen abzuschleifen in der Drechselbank. Das dauert aber ca. 5000 Jahre. Geht nicht. Wir machen das jetzt aus Vollholz. Und zwar der Drechselmeister himself. Der Philipp dreht jetzt aus Vollholz hier. Ich hätte jetzt quasi einen Adapter und da hofft man, dass der hält. Herr Truppe hat seins Gehut geschürt, ne? Ja, ein bisschen. Dezent. Vielleicht überlebt es. Mal schauen. Ich habe beschlossen, ich fahre heute nicht mehr, damit ich morgen noch fahren kann. Ja, dass bei mir auch noch was kaputt geht. So, mittlerweile Abend. Gehen wir ein bisschen auf die Seite, wenn man mich hört. Daneben stehen schon welche rum, ein paar Geräte. Vorne steht noch ein bisschen was rum. Wir schön gerade Feuer an. Drin sitzen noch alle, die noch gegessen haben. Da sitzt noch einen schönen Abend und morgen ist dann das eigentliche Rennen. Das heißt, wir sehen uns dann am Rennen. So, guten Morgen. Kurz vor 10 Uhr, es ist schon langsam ein bisschen los, es sind schon einige Leute da. So, wir haben jetzt die Fahrzeugvorstellung durch. Alle Fahrzeuge stehen jetzt hier rum. Daniel fährt jetzt gerade zur ersten Disziplin, und zwar geht es darum, von den Pylonen hier gleichmäßig, also mit einer Geschwindigkeit bis zu nach vorne zu fahren und mit derselben Zeitgeschwindigkeit wieder zurück. Und wir sehen einen
Okay, hast du Zeit oder nicht? Ja, Emil! Emil! Ja! Lass mal den Reifen erstmal warm laufen. Dann bist du bereit. Auf die Plätze! Fertig! Los! Klassische Burnout wieder, ja? Hier schauen wir mal die Kurve nimmt vorne. Jetzt ist er wieder, jetzt ist er los! Sehr gut, jetzt geht's auch weiter. Ich will jetzt wieder kurz die Klasse, oh ja, jetzt macht das. Jetzt ist Maria. Ja, alles hat den CNC. Habe ich vorhin gegangen mit dem CNC. Alles hat Ende. Okay. Jetzt geht's weiter. Das ist ja unmenschlich. Jawohl! Alex! Er ist sehr langweilig, ich bin mal vorstellen, wenn er sich hinschlagt, ja? Auf die Plätze, fertig, los! Gott, aus! Oh, Zuschauer auf der Strecke! So, Alex hat sich super wendiges Fahrrad, oh, der nimmt die alle, lieber Schieber, der nimmt aber die Geschwindigkeit zu, da! Ja, das wusstet ja schon! Ja, lieber, Wendekreis 20 cm. Also ich glaube, das wird richtig krass gut. Thank you.
Das ist dumm. Blind fahren. So, Alex. Alex, fertig? Ja. Piste frei, Publikum safe. Los geht's. Das ist nicht wie zu Hause, hör aufs Publikum. Jawohl. Und los geht's. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Für die Kicke? Ich darf schon nicht zu weit nach oben kommen. Bitte genau so ist gut. So, okay, gut. Weißt du schon mal. So. Oh. 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 Das wird, oh, und jetzt schaffst du reinzukippen. Jetzt muss ich schätzen. Oh! Komm, du bist daneben! Weiter! Auf geht's! Wir haben schon nichts hin. Ich hab das Fahrzeug weg. Okay, zurück in den Abwärtsschlag, komm, 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 zack, und Alex, los geht's! Alex, gut, hey, 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 hey! Alex, du musst über die Linie fahren! Du old Vogel, du bremst eigentlich! Jetzt komm, auf geht's! Gott, das hält das Leben nicht. Das ist nochmal spannend. Siegerehrung! Also, wir fangen an mit den zweimal die gleiche Strecke. Die Zeit war identisch. Also vor, zurück vom Irmi Allgäu Custom! Eine
Also heißer Tag, heißer Draht. Disziplin, Alex Fürst! Vorsicht, Kind! Sieger des Slaloms, Michael Trunke. Nageln. Philipp! Gratuliere! Selber wollte er sich nicht verleihen. Der Michael. Mir hat die Lanzenfahrt gewonnen, aber er hat auch geübt gehabt. Nein, alles gut. So, jetzt gibt es natürlich auch noch so eine Urkunde für Blindparkour an Phil und an Flori. Herzlichen Glückwunsch. Euch schenke ich keine Fräse. Hat seinen Grund. Auch einen herzlichen Applaus für die beiden Jungs. Super gefahren. So, einen ganz herzlichen Dank. Ohne die geht's auch nicht. Unsere erste Hilfe und unsere letzte Hilfe. Wir sagen Danke an Benny und an Dennis. Einmal die erste und einmal die letzte Hilfe, bitte. Für die besten Helfer heute am heutigen Tag einen riesen Applaus für Tiziana und Valentina. Tiziano, die besten Helfer. Ein riesen Applaus. Fünf Disziplinen, fünf Fahrzeuge ausgewählt, Entschuldigung. Wir fangen an. Außergewöhnliches FZ-Fahrzeug. Stefan! Stefan, gratuliere! Stefan, Gratulation. Super Ding. Klasse, vielen Dank. Das schnellste Gefährt wurde ausgewählt. Hat gewonnen. Alex Fürst. Wieder mal. Ey, der hat das schon, die Urkunde. Gratuliere. Alex, kannst du gleich nochmal kommen. Beste Konstruktion, genau an Alex. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, der hat Striche bei sich selber gemacht. Was ist grün und springt die Kette runter? Das ist nicht ein Laubfrosch. Das Gemeine war, was seine Freundin geschrieben hat. Wusste jetzt nicht, wer der Pechvogel wirklich ist. Philipp, gratuliere! Schönstes Fahrzeug geht an Michael! Sag mal, Frage, habt ihr das gemacht, weil ihr nochmal ein Event haben wollt, oder warum kriegt ihr so viele Striche? Da offiziell wäre von dieser Seite, von unserer Seite fertig. Aber vielen Dank für alle Helfer und fürs Kommen und fürs Dasein. Bedient euch, lasst euch gut gehen, vielen Dank, schöne Zeit, bis bald. So, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe die normale Achse rausgemacht, die Stache, und habe die Lenkachse drunter gemacht. Jetzt probieren wir das mal aus, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Ich zweifle noch ein bisschen. Schauen wir mal. Das sieht cool aus. Okay, also es geht schon, aber es geht schwierig, weil ich es fast nicht kontrollieren kann, das Ganze. So, wenn ich mich jetzt hier fahre, bin ich schon quer. Also es ist noch nicht ganz
ausklügeln. So, also, offizieller Teil ist vorbei. Jetzt ist eigentlich mehr nur noch Aftershow-Party, sage ich jetzt mal. Alle fahren noch ein bisschen. Der Test mit dem, Lenkerroll war jetzt nicht so geil. Problem ist einfach, dass ich das nicht beeinflussen kann, wann es lenkt und wie weit es lenkt. Das heißt, ich werde es noch umbauen, irgendwie wie so ein Crazy Card. Ja, wenn ihr das jetzt nicht seht, habt ihr hoffentlich schon das offizielle Video gesehen, das von Lenz Basteln rauskam. Wenn nicht, dann verlinke es unten. Der Vorteil ist, es ist mein. Ja. Alles andere, Umbau mit den Rollen und so weiter, das funktioniert. Machen wir später irgendwann. Gibt es ein eigenes Video und mal schauen, wie wir das machen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.